Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Rückblick auf das Lese- bzw. Booktube-Jahr 2020. Dieses Video soll ein Laber-Vlog sein, wo ich zurückschaue auf das Lesejahr, wie ich das empfunden habe. Natürlich soll es auch um Zahlen, Daten, Fakten gehen. Ich möchte mir die Challenges auch anschauen, die ich mir vorgenommen habe. Habe ich die erfüllt oder nicht? Ja, was waren so die Highlights in diesem Jahr? Woran erinnere ich mich sehr, sehr gerne? Was hat euch am besten gefallen? Da möchte ich alles ein bisschen drauf schauen, was habe ich für tolle Projekte gehabt. Und ja, die Vorsätze werden dann in einem eigenen Video kommen. Die habe ich outgesourced, weil ich ja eh immer sehr, sehr lange Laber-Videos machen kann und dann kann ich daraus auch sehr, sehr gut zwei Videos machen. Also versuchen wir jetzt mit diesem Video 2020 gut abschließen zu können, dass wir dann mit voller Kraft voraus ins Jahr 2021 mit neuen Vorsätzen starten können. Ja, bevor ich jetzt mit den Zahlen anfange oder explizit auf bestimmte Themen eingehe, möchte ich mich erstmal bei euch bedanken für dieses tolle Jahr. Ein weiteres tolles Booktube-Jahr bei euch, bei meinen Abonnenten, bei meinen Zuschauern, bei den Kommentatoren und natürlich bei meinen Booktube-Kollegen. Es hat mir wieder unglaublich viel Freude gemacht. Es macht mir immer noch Freude. Ich möchte weiterhin ja, dieses Hobby ausleben. Für mich ist es im Grunde eine Erweiterung zum Hobby Buch zum Hobby lesen. Das habe ich ja schon jahrelang seit meiner Kindheit, dieses Hobby. Aber das war eher ein sehr, sehr privates Hobby, was es immer noch ist. Das macht man immer noch viel alleine und so soll es auch weiterhin sein. Aber es hat jetzt auch einen sozialen Aspekt bekommen. Der Austausch ist einfach toll. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar und natürlich auch die Leserunden, die man gemeinsam hat und die neuen Menschen, die man kennenlernt. Ich hoffe auch, dass nächstes Jahr dann die Treffen wiederkehren, wo man dann auch ja, verschiedene Büchernarren kennenlernt, persönlich, aber alleine schon hier ja, YouTube zu schauen, YouTube zu drehen und die Kommentare euch dort zu begegnen, ist einfach toll. Da möchte ich einfach mal Danke sagen, dass ihr mir treu bleibt oder danke an die neuen Zuschauer, dass ihr hier gelandet seid und dass mir ja, diesen Austausch gewährt und das freut mich und ich hoffe, ihr habt auch Freude an meinem Kanal. So, das erstmal dazu und jetzt wollen wir mit der Statistik weitermachen. Ich habe hier mein Buch der Bücher. Das ist ja jetzt auch das erste Jahr, dass ich dieses Buch hier eingeweiht habe. Das erste komplette Jahr, was ich hier drin verzeichnet habe. Da werden mindestens auch noch zwei weitere Jahre Platz haben, weil ich habe tatsächlich nur das hier verwendet für ein Jahr und ja, vielleicht passen da sogar noch drei weitere Jahre rein. Ich kann euch ja mal zeigen, was im Vergleich zu den letzten Jahren ich mehr Platz hatte. Das war ja das hier von 2016 bis 2019, mein Buch der Bücher. Also da hat sich einiges getan. Habe ich ein bisschen mehr Platz, um einiges aufzuschreiben. Und ich habe dieses Buch der Bücher von den Jahren davor nicht ohne Grund herausgeholt, weil ich nochmal geguckt habe und einige Zahlen verglichen habe zu den anderen Jahren, was man jetzt ja so nach mehreren Jahren Booktube ja jetzt auch ganz gut machen kann, wo man wirklich alles so notiert hat. Und das ist interessant, so ein bisschen die Durchschnitt zu gucken, die Entwicklung verschiedener Zahlen zu sehen. So, wir wollen mal schauen. Also, Anzahl der gelesenen Bücher sind tatsächlich nur 39. Ich habe in diesem Jahr wirklich nicht ganz so viel gelesen wie in den Jahren davor. Es sind allerdings seit letztem Jahr auch viele Hörbücher dazu gekommen. Das waren in diesem Jahr 16 und das macht insgesamt 55 Bücher, ja, Hörbücher und Bücher, die ich erlebt habe. Und das sind tatsächlich 29 weniger als im letzten Jahr. Letztes Jahr hatte ich, guck mal eben, tatsächlich 84 gelesene und gehörte Bücher. Also das war aber auch ziemlich herausstechend, weil ich habe mir die Jahre davor auch nochmal angeschaut. Eigentlich sind es immer knapp über 60 Bücher, die ich im Jahr lese. Und da bin ich jetzt mit 55 ja gar nicht so weit entfernt. Aber es waren halt immer über 60 und 84 war natürlich ziemlich unschlagbar. Mal gucken, wie es nächstes Jahr wird. Also es ist ja auch nicht die Anzahl, die es da besonders wichtig ist, sondern auch die Qualität
Und die fand ich in diesem Jahr 2020 auf jeden Fall, ja doch, hat mir gut gefallen. Die Qualität, ich hatte wenig Flops oder ich erinnere mich da nicht mehr so richtig dran. Ich bin ja auch nicht so jemand, der nochmal so eine Flop-Liste macht am Ende, weil ich da nicht so gerne nochmal dran erinnert werden möchte, beziehungsweise ich rede lieber über die guten Bücher. Wenn ich natürlich sehr kritisch bin und ich meine Lesemonate natürlich auch über diese schlechten Bücher gerne rede, möchte ich aber nicht am Ende des Jahres nochmal über die reden. Also das weiß ich nicht, da bin ich vielleicht ein bisschen speziell, da mag ich denn lieber nur über die Tops reden. Ja, ich hatte 60 Neuzugänge. Das war im Vergleich zu den letzten Jahren okay. Also im letzten Jahr hatte ich tatsächlich 81 Neuzugänge. Allerdings muss man halt auch sagen, dass ich da viel mehr gelesen habe. Aber ich habe halt auch geschaut, wie viele von diesen Neuzugängen habe ich denn jetzt im Jahr denn auch gelesen. Und das war genau die Hälfte. Ich habe tatsächlich 30 Bücher von diesen Neuzugängen gelesen. Und ja, das finde ich okay, ist nicht optimal, aber immerhin ist es ausgewogen. Und ja, wenn das jetzt, es darf halt nicht unter die Hälfte fallen, finde ich. Dann kommt natürlich die große Frage, wie hoch ist jetzt mein Sub? Mein Substand beträgt jetzt 51 Bücher und somit habe ich die 50er-Marke überschritten, was für mich doch erschreckend ist, auch wenn das nur 4 Bücher mehr sind als im letzten Jahr. Und das ist ja jetzt nicht großartige Veränderung. Dennoch will man ja eigentlich seinen Sub verringern, also ich. Und über 50 wollte ich nicht hinüberkommen, aber jetzt ist es tatsächlich passiert. Und da werden auf jeden Fall in den Vorsätzen, kann ich euch jetzt schon mal sagen, einige Ideen kommen, wie ich das Ganze umsetzen kann. Das wird natürlich immer wieder vorkommen in den Vorsätzen, den Sub zu verringern, weil ich möchte nicht so einen hohen Sub haben. Ja, dann habe ich eine Zahl hinzugefügt, die ich in den letzten Jahren nicht hatte. Und zwar sind das die Rereads, also die Bücher, die ich nochmal gelesen habe, die ich sozusagen aufgefrischt habe. Und das waren tatsächlich 10 Bücher. Also es war schon ordentlich. Die habe ich tatsächlich aber alle gehört als Hörbuch. Und das hat sich für mich halt auch sehr herauskristallisiert, dass Hörbücher perfekt zum Neuerleben von Büchern sind. Ja, das erstmal zu den Zahlen und dann habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben, welche Genres ich denn alle gelesen habe. Habe die mal durchgezählt. Manchmal ist es ja nicht ganz klar, ob das jetzt Horror oder Fantasy oder ist das ein Thriller oder ein Krimi oder ist das jetzt, es kann ja gleichzeitig ein Kinderbuch und gleichzeitig Fantasy sein. Deswegen stimmen die Zahlen vielleicht nicht immer überein, beziehungsweise habe ich das manche Bücher doppelt gezählt oder ich habe bei manchen Büchern mich einfach für irgendwas entschieden. Also da können die Zahlen auch ganz gut abweichen. Da fange ich mal von unten an, von den Genres, die ich am wenigsten gelesen habe. Da habe ich ein Abenteuerbuch tatsächlich und einen historischen Roman habe ich gelesen. Dann habe ich 3 Liebesgeschichten tatsächlich gelesen und 3 Drama. Ja, wie gesagt, das war immer nicht so ganz einfach, das so einzuteilen. Ach so, da habe ich jetzt auch noch was gefunden. Ich habe 2 Kurzgeschichtenbände gelesen. Das ist ja im Grunde auch kein richtiges Genre, aber egal. Da habe ich jetzt auch noch mal hier mit reingenommen. Ich habe 6 Kinderbücher gelesen und 7 Horrorromane. Da war ich sehr überrascht, dass es tatsächlich nur 7 waren und dass es nicht höher war. Also vor allem ist ein Genre noch weiter oben, als ich gedacht habe. Und zwar kommt als nächstes die Thriller-Krimi-Ecke, hauptsächlich Thriller. Ich glaube, da waren jetzt so 1, 2 Krimis dabei, aber hauptsächlich Thriller. Und zwar waren das 11 Bücher an der Zahl. Und Fantasy ist weit abgeschlagen vorne. Mit großem Vorsprung sind es 21 Bücher, die ich in das Fantasy-Genre hineinpacken würde. Allerdings gibt es natürlich auch viele Fantasy-Bücher, die so in diese dunkle, düstere Dark-Fantasy-Richtung gehen, die auch Horroranteile haben. Aber mich freut es sehr, dass ich so viele High-Fantasy- bzw. Fantasy-Titel an sich gelesen und gehört habe. Da spielen natürlich auch die Rereads mit rein, die ich auch zu Fantasy gezählt habe.
Aber ja, weil ich ja, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr war, aber in den letzten Jahren habe ich mir immer vorgenommen, Back to the Roots, mehr Fantasy wieder lesen. Und hier habe ich es ja wirklich umgesetzt. Und ja, das freut mich sehr. Das waren jetzt so die Zahlen und Daten und Fakten, die ich mir zu meinem Lesejahr rausgesucht habe. Da könnte man natürlich unglaublich viel mehr noch nachgucken, ob man wie viel weibliche Autoren, wie viel männliche Autoren, gebunden, Taschenbücher, da kann man natürlich viel mehr draus machen. Aber ja, ich habe mir jetzt einfach nur die Zahlen rausgesucht und bin jetzt nicht noch mehr in die Details gegangen. Da hatte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel Lust drauf. Aber was ich gemacht habe, ist, ich bin jetzt nicht nur auf mein Lesejahr, sondern auch auf mein YouTube-Jahr eingegangen. Und da habe ich jetzt einfach mal gezählt, wie viele Videos habe ich eigentlich im Jahr 2020 hochgeladen. Und zwar waren das 58. Ja, das ist schon einiges, was man da produziert hat. Ich meine, es war natürlich auch immer unregelmäßig und ich habe auch zwischendurch mal kleine Pausen gehabt. Also hier habe ich jetzt allerdings keine Vergleichszahlen. Das hätte ich natürlich auch alles, YouTube kann man das ja alles einsehen und gucken und analysieren. Werde ich mir jetzt aber in den nächsten Jahren, glaube ich, auch immer aufschreiben, dass man das auch handgeschrieben in sein Buch der Bücher hat, dass man schauen kann und vergleichen kann, wie viele Videos man da hochgeladen hast. Ja, und wir sind Abonnenten tatsächlich mittlerweile 3840, was für mich echt eine tolle Zahl ist. Und ich habe auch geguckt, wie viele Abonnenten denn zugekommen sind zu unserer kleinen Gesellschaft hier auf Littera. Und zwar sind es 932, die jetzt im Jahr 2020 dazugekommen sind. Das mag für manche viel sein, für manche wenig. Für mich ist das schon ein großer Schritt. Ich weiß natürlich, dass viele Kanäle viel schneller wachsen, aber wenn ich die Zahl jetzt so sehe, freue ich mich darüber ungemein. Also danke, dass ihr bei mir hier aufgetaucht seid. So, und dann habe ich hier noch irgendwelche Zahlen? Nee, das waren tatsächlich die Zahlen, aber ich habe mir für das YouTube-Jahr 2020 noch angeguckt, was denn die beliebtesten Videos, beziehungsweise ich bin jetzt nach den Klickzahlen gegangen, was die meistgeklicktesten Videos sind. Ich bin jetzt, habe mir jetzt die Top 3 aufgeschrieben und da finde ich sehr spannend, dass es tatsächlich die Standardformate sind, die am meisten geklickt werden. Also ich habe da auch noch natürlich noch weitergeguckt und runtergescrollt, was es noch für Videos so in die Top geschafft haben, die Top 10 in die Top 20 und das waren tatsächlich Standardformate. Auf dem ersten Platz, das fand ich noch relativ überraschend, ist mein Unhaul, also meine aussortierten Bücher vom Februar 2020 gewesen. Das waren ziemlich viele, da habe ich so einen ganzen Wäschekorb hochgehalten. Vielleicht liegt das auch manchmal so ein bisschen am Thumbnail, an der Beschreibung oder aber eben auch am YouTube-Algorithmus. Manchmal steigt man da auch nicht so ganz durch, warum das Video gerade so durchstartet. Aber ich habe gesehen, dass Unhaul-Videos tatsächlich sehr, sehr gerne und sehr viel geklickt werden. Also dass die Videos liegen jetzt alle so über die 2500er Marke. Ja, das sind aber tatsächlich auch nur die Videos, die ich 2020 hochgeladen habe. Also es gibt natürlich auch noch eine Top-Liste für allgemein. Die besten angeklickten Videos von mir, da sind jetzt die alten Videos aber nicht mit enthalten. Der zweite Platz geht an Bücherneuzugänge aus dem Mai und Juni 2020. Das waren auch einige und ja, das ist halt eben so ein Standardformat, wo ich mir schon gedacht habe, dass das viel geklickt wird, was ich auch sehr, sehr gerne schaue. Nicht einfach wegen des Konsums, sondern was ja immer oft vorgeworfen wird bei Neuzugängen. Ich finde es immer schön, die Freude bei den Booktubern zu sehen, wie sie sich, was sie sich gegönnt haben und wie sie sich belohnt haben mit Büchern und halt auch die Erwartungen an diese Bücher. Warum haben sie dieses Buch gekauft? Und natürlich der Inhalt dazu. Aber was erwarten sie von diesen Büchern? Wie ist es bei ihnen eingezogen? Ob das Geschenke waren und so weiter und so fort. Also das macht mir auf jeden Fall Freude zuzuschauen. Natürlich möchte man denn nicht einfach nur eine Aufreihung von Büchern sehen, sondern man möchte auch ein bisschen was dazu hören, eben die Erwartungen und den Inhalt. Also das kann ich sehr gut vorstellen, mir vorstellen. Und das dritte Standardformat ist natürlich auch der Lesemonat. Und bei mir waren es die Lesemonat Juni, Juli und August, die ich zusammen in einem Video vorgetragen habe. Da habe ich relativ wenig gelesen in den Sommermonaten. Und das war tatsächlich aber ein Video über eine Stunde.
Und damit hätte ich nicht gerechnet, dass ihr das so oft angeklickt habt und das tatsächlich auch euch angeschaut habt. Manchmal denke ich mir, oh Mann, Ramona, du kannst dich einfach nicht kurz halten. Aber viele von euch schreiben mir immer wieder, dass sie gerne lange Videos gucken. Ich versuche aber immer unter einer Stunde zu bleiben. Bei diesem war es halt nicht der Fall. Da war ich über eine Stunde. Und trotzdem ist es jetzt auf der Top 3 gelandet, was mich irgendwie freut, dass ihr das trotzdem angeguckt habt. Ja, jetzt habe ich natürlich auch überlegt, was war denn mein Highlight, mein liebstes Format tatsächlich in diesem Jahr? Und da in diesem Zusammenhang waren meine Lieblingsprojekte. Also es gibt natürlich einzelne Videos, die ich von mir aus gedreht habe, aber es kommen natürlich auch immer wieder Booktuber zusammen, um bestimmte Projekte aus dem Boden zu stampfen. Und da war dieses Jahr wirklich einiges dabei, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Natürlich war es auch ein bisschen stressig. Es waren irgendwie eine bestimmte Zeit, wo ziemlich viele ja, Projekte gleichzeitig irgendwie waren, wo man dann die Planung machen musste und die Videos schon vordrehen musste und so weiter. Das war dann manchmal ein bisschen stressig, wo man sich denkt, oh, warum habe ich da jetzt zugesagt? Aber im Nachhinein ist man immer glücklich dabei gewesen zu sein und meistens kommt dann auch wirklich was Tolles raus. Damit fange ich jetzt einfach mal an. Und zwar war dieses Jahr die BookTube Shopping Queen Staffel, die nächste, fällig und ich durfte dabei sein, was mich sehr freut. Dabei ist ein Vlog entstanden, wo wir halt ja shoppen gegangen sind zu einem bestimmten Motto, zum Motto Fremde Welten und wir sind dann für, nicht für uns, sondern für einen anderen BookTuber, was ausgelost wurde, halt shoppen gegangen. Ich durfte für die liebe Melanie vom Kanal Melanie Liest. Oder heißt es, hat sie sich jetzt umgenannt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall kennt ihr den Kanal sicherlich. Durfte ich für sie shoppen gehen und das hat wirklich Spaß gemacht und natürlich auch die anderen Folgen von den anderen Booktubern mir anzuschauen. Ich durfte natürlich auch ein Päckchen auspacken. Ach, das war wieder aufregend. Und die Idee dahinter ist einfach grandios und das wurde auch sehr viel angeklickt, aber ist eben nicht in die Top 3 gekommen. Für mich kommt es auf jeden Fall in meine Highlight Projekte dieses Jahr. Ich werde euch alle genannten Videos, sowohl die meistgeklicktesten Videos und auch die, die ich jetzt hier nenne, in der Infobox verlinken. Hoffe, dass ich daran denke. Dann hat mir auch das Projekt Der Duft der Zeilen sehr viel Freude bereitet. Das ist eben eine Kombi aus Duftwachs, Duftkerzen und Büchern. Und es gibt halt viele Booktuber, die auch sehr, sehr gerne düfteln, was mich zuletzt an den Booktubern Sarah Sophie und auch Paddy Loves Books und auch noch vielen anderen liegt, die halt eben nicht nur Booktube, sondern auch Dufttube machen. Und da haben wir uns mit einer Wachsgießerin zusammengetan, die für uns Düfte kreiert hat. Wir haben einfach Wünsche genannt, was für Düfte wir gerne hätten. Und sie hat das zusammen, ja, zusammengepanscht. Mir fällt gerade das Wort nicht richtig ein. Sie hat dann halt die Düfte kreiert, die wir gerne hätten, als Wünsche geäußert haben. Wir durften uns Namen dafür aussuchen, wir durften die Farben aussuchen und ja, das alles war so ein bisschen angelehnt an Bücher, an unsere Lieblingsbücher und ja, die liebe Doris vom ja, von ihrer Seite Wohlfühlmomente hat halt diese Düfte kreiert und auch wunderbare Duftbeschreibungen dazu kreiert und die Düfte haben wir alle in Videos vorgestellt und haben passende Bücher dazu auch vorgestellt. Und das war eine wunderbare Kombination. Und da bin ich auch sehr glücklich. Und da sind jetzt so schöne Düfte bei rumgekommen. Nicht nur mein Duft ist auch so toll geworden, sondern auch die anderen. Und da habe ich mir kürzlich Nachschub wiedergeholt. Und das war wirklich sehr, sehr schön, dass ich da teilnehmen durfte. Dann, was hat mich noch so gefreut? Der Gänsehaut-Tag, den ich zusammen mit der lieben Jenny und mit der lieben Sarah machen durfte. Da haben wir, ja, passend zu Halloween haben wir uns verkleidet und haben dann, ja, Fragen gestellt zu Büchern, die halt alle ein bisschen spooky sind. Und das war wirklich toll. Wir haben uns die Fragen gegenseitig gestellt und halt jeder hat sein Video hochgeladen und ach, das war toll. Also jeder für sich hat sich extrem gut verkleidet und schön, ja, schöne Atmosphäre dazu geschaffen und die Bücher waren allesamt tolle Tipps, kann ich dazu nur sagen. Und das hat natürlich total mein Gruselherz getroffen und das hat wirklich viel Spaß gemacht.
Dann hatte ich noch den Bücher über Bücher, das Bücher über Bücher Video zusammen mit dem lieben Thorsten. Das war jetzt kein Großprojekt. Wir haben einfach mal schon vor längerer Zeit uns vorgenommen, Bücher über Bücher vorzustellen, wo es eben Büchern über bibliophile Themen geht. Und da haben wir einfach gesagt, das mögen wir beide so gerne. Und wir hatten die verschiedensten Bücher und deswegen haben wir gesagt, da machen wir jetzt mal ein Video zu und laden wir einfach gleichzeitig hoch. Und das haben wir auch gemacht und ja, das hat Spaß gemacht. Und zu guter Letzt möchte ich noch den All You Can Read Buchclub nennen, wo wir ja wirklich jeden Monat ein Buch zusammen lesen. Ab und zu setze ich ja mal aus, aber das möchte ich auch nicht mehr missen. Diese Gruppe, die Mädels sind mir so ans Herz gewachsen und wirklich gute Freundinnen geworden. Wir haben sehr viel Austausch und wir haben halt zum Beispiel auch einen Tag zusammen kreiert, um halt so diesen Zusammenhalt und diese Freundschaften, die daraus entstanden sind, so ein bisschen zu feiern. Den Tag verlinke ich euch natürlich auch unten in der Infobox. Und wie letztes Jahr haben wir uns einander auch wieder bewichtelt. Wir haben kleine Geschenke zusammengepackt und auch diese Videos, wo wir halt diese Päckchen auspacken, haben wir auch hochgeladen. Und über die Bücher haben wir uns halt sehr viel ausgetauscht und das haben wir natürlich auch in unseren Lesemonaten und in den Rezensionen auch immer wieder durchklingen lassen, dass diese Bücher, die wir da lesen, natürlich dadurch auch einen größeren Mehrwert erhalten, weil wir darüber diskutieren, da miträtseln und einfach verschiedene Perspektiven dort entdecken. Ja, das waren so die Projekte, die ich mit anderen zusammen gemacht habe, aber es gab natürlich auch Projekte, die ich mir selbst überlegt habe und wo ich wirklich Spaß dran hatte und die möchte ich jetzt auch hier als Highlights nochmal aufzählen. Da waren zum Beispiel eben der Spuktober. Jetzt im Oktober habe ich ja alles unter dem Motto Horror- und Gruselbücher, ja, oder allgemein Horror einfach die Videos hochgeladen und habe das Ganze Spuktober genannt. Das ist jetzt keine no Wortneuschöpfung von mir, sondern das kannte ich schon aus anderen Videos. Und fand, das passt einfach ganz gut. In diesem Zusammenhang haben wir eben auch diesen Gänsehaut-Tag entworfen. Aber ich habe halt eben auch noch ja, Horrorbücher für Anfänger euch vorgestellt. Oder aber auch Let's Plays, Horror-Let's Plays euch vorgestellt, was jetzt nichts mit Büchern zu tun hat. Aber trotzdem lag mir das schon längere Zeit auf der Seele, dass ich diese Videos drehen wollte. Und einfach ja, verschiedenste Horror- und Gruselbücher, Geheimtipps habe ich euch vorgestellt. Und da habe ich sogar noch einige mehr Ideen. Vielleicht mache ich das denn jetzt im kommenden Jahr wieder zu Halloween oder einfach mittendrin, dass ich diese Ideen noch weiter umsetze. Also das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. In diesem Monat habe ich dann auch nur Horror- und Gruselbücher gelesen. Das war schön, mal so einen Themenmonat zu haben. So, mal gucken. Ja, und ich glaube, mein Highlight, mein liebstes Projekt, wo ich jetzt nur alleine tatsächlich mitgewirkt habe, sind die Hogwarts-Buchtipps. Das waren 4 Videos an der Zahl, wo ich dann halt passend zu dem jeweiligen Hogwarts-Haus aus Harry Potter euch Buchtipps vorgestellt habe. Ich habe es nach den Wappenfarben ein bisschen dekoriert und ich habe mir die Tugenden und die Werte der einzelnen Hogwarts-Häuser angeschaut und habe überlegt, was für Bücher ich euch dazu vorstellen kann. Das war immer ein bisschen mit Planung und immer ein bisschen mit Vorbereitung und ein bisschen mit Dekoration und so weiter verbunden, also schon mit Arbeit. Aber insgesamt hat mir diese Reihe sehr gut gefallen. Also zu Hufflepuff, zu Slytherin, zu Ravenclaw und zu Gryffindor habe ich jeweils ein Video hochgeladen und ich hatte das Gefühl, dass ihr da auf jeden Fall auch einiges für euch entdeckt habt. Es ging halt inhaltlich gar nicht so sehr um Harry Potter, sondern halt um Buchtipps einfach zu diesen passenden Tugenden. Und ja, das war irgendwie mal was anderes und ich finde auch schön, dass ich das dann im Jahr 2020 noch abgeschlossen habe, dass ich sozusagen jetzt alle Projekte abgehakt habe und jetzt im Jahr 2021 mir wieder was Neues ausdenken kann. Ja, das waren meine liebsten Projekte. Natürlich alle Leserunden mit anderen Leuten und alle Lieblingsbücher. Das waren natürlich auch Highlights für mich in diesem Lese- und Booktube-Jahr. Und deswegen, ja, sind das natürlich jetzt nur einige, die besonders rausgestochen haben, aber die Bücher selbst und die Neuzugänge an sich, das ist natürlich etwas, was sowieso im Mittelpunkt steht hier auf meinem Kanal.
So, was habe ich denn noch genau? Was sind denn allgemein mein Fazit vom Jahr 2020? Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich relativ wenig gelesen habe, obwohl doch jetzt dieser Lockdown war. Ich glaube, ich habe mich mehr tatsächlich auf Serien geschmissen in dieser Zeit und auf Filme. Ich habe natürlich auch gelesen, aber ich habe, glaube ich, besonders im Sommer wenig gelesen. Jetzt im Oktober und Dezember, da war ich gut dabei auf jeden Fall. Aber ich hatte einige Monate, wo ich tatsächlich nur ein oder zwei Bücher gelesen habe. Und ja, das kann gerne wieder ein bisschen mehr werden. Aber wie gesagt, die Qualität der Bücher kann ich nur sagen. Ich hatte sehr viele Highlights, was ihr ja dann auch im Video gesehen habt. Sogar mehr als 10, wie ich da vorgestellt habe, musste ich dann halt ein paar beiseite schieben. Aber ich muss sagen, waren natürlich auch vieles Mittelmäßiges dabei und es waren auch Enttäuschungen und Flops dabei. Aber sehr, sehr wenig tatsächlich. Ich habe, glaube ich, zwei Bücher sogar abgebrochen, was ich ja sonst nie mache. Also da lerne ich vielleicht auch dazu, dass man nicht immer ein Buch durchziehen muss. Aber mein innerer Monk sagt mir doch immer wieder, ich muss es durchlesen, damit ich es auch richtig rezensieren kann und ich ein gutes Gefühl dabei habe, weil ich ja sonst auch irgendwas verpasst haben könnte. Und ich denke, da wird es auch nur in bestimmten Extremfällen so sein, dass ich Bücher abbreche. Ja, und ich habe nochmal festgestellt, dass ich Hörbücher sehr gut in meinen Alltag integrieren kann, allerdings nicht bei jedem Büchern. Also ich habe besonders jetzt, weil mein Arbeitsweg sich ein bisschen verlängert hat und ich dort nicht immer in Ruhe sitzen kann, sondern ich auch oft stehen muss, weil die Bahnen sehr voll sind und ich dann umsteigen muss und auch einen längeren Weg zu Fuß habe. Auf diesen, ja, Arbeitswegen kann ich sehr gut Hörbuch hören, weil ich da eben nicht die ganze Zeit das Buch in der Hand halten muss. Und ich habe aber gemerkt, dass Hörbüchern, das habe ich euch schon öfter gesagt, nicht immer zu allen Büchern für mich passen, weil ich dort oft etwas überhöre, mich schneller ablenken lasse und ich es einfach viel intensiver erleben kann und ich dort eben auch jeden Satz viel mehr würdigen kann als beim Hörbuch. Und deswegen eignet es sich tatsächlich für mich, Hörbücher nur für leichtere Lektüre, Bücher, die mir vielleicht auch nicht ganz so wichtig sind, oder aber für Rereads, also für Bücher, die ich bereits kenne und wo es im Grunde für mich nur noch mal ein Auffrischen ist oder ein Erleben aus einer anderen Perspektive, weil es mir einfach vorgelesen wird. Ja, also das kann ich auf jeden Fall zu den Hörbüchern sagen, dass ich das nicht mehr missen möchte, aber halt auch nicht in den Vordergrund rücken wird und ja, eben nur für ganz bestimmte Bücher sein wird. So, und jetzt möchte ich zum Schluss noch mal meine Challenges, meine Vorsätze angucken für das Jahr 2020. Ich habe ja jetzt gar nicht so viele Challenges und so viele Vorsätze gehabt. Ich habe mir das ja hier aufgeschrieben im Jahr für das Lesejahr 2020. Das war die erste Seite tatsächlich, da habe ich noch besonders ordentlich geschrieben. Und das sind im Grunde drei Punkte. Und den ersten Punkt kann man relativ schnell abhaken, und zwar ist das der Sub, den wollte ich verringern. Stand Anfang 2020 waren es 46 Bücher und ich habe mir aufgeschrieben, dass ich einfach immer weniger Neuzugänge haben möchte als gelesene Bücher. Ja, stimmt so, ne? Und somit würde sich der Sub verringern. Ich habe mir also nichts Besonderes vorgenommen, sondern einfach gesagt, dass ich immer darauf achten möchte, dass ich mehr lesen möchte, als Neuzugänge hier eintrudeln. Das ist meistens nicht gelungen und somit sind oder oft nicht gelungen. Somit sind halt auch mehr Bücher wieder eingezogen und letztendlich habe ich jetzt, wie gesagt, vier oder fünf Bücher mehr und zwar sind es ja jetzt 51. Also da in dieser Challenge habe ich schon mal versagt. Und ja, wie gesagt, diese Schwelle über die 50 wollte ich nie erreichen. Das heißt, in den neuen Vorsätzen wird dieser Punkt auf jeden Fall wieder auftauchen und diesmal vielleicht mit etwas konkreteren Vorstellungen, wie ich den Sub an den Kragen will. Und ja, da habe ich auf jeden Fall auch Lust drauf. Es sind so viele tolle Bücher hier, liegen hier. Aber es wird natürlich auch, ich werde die Neuzugänge auch nicht ganz runterdrosseln können, weil es gibt immer wieder tolle neue Bücher, die man lesen möchte und die man sich auch anschaffen möchte. Und es ist eben nicht nur mein Hobby zu lesen, sondern auch Bücher zu sammeln.
Und deswegen ja, werde ich auch bei den Neuzugängen schwach werden und das wird sich einfach nicht lohnen, das total zu verbieten, weil das eh nicht klappen würde. Aber bei den nächsten Challenges, da sieht es auf jeden Fall sehr gut aus. Da habe ich mich darüber gefreut, dass ich das so gut hinbekommen habe. Und zwar habe ich mir vorgenommen, dass ich drei bestimmte Reihen beenden möchte. Und die habe ich tatsächlich auch alle beendet. Ich habe jetzt immer den jeweils letzten Band hier vorliegen. Ich werde jetzt nichts zum Inhalt sagen, sondern euch einfach nur zeigen, welche es sind und ob ich sie gelesen habe. Einmal die Spiegelreisenden-Reihe von Christelle Dabot habe ich zusammen mit der lieben Kali beendet. Band 3 und Band 4 im Jahr 2020 gelesen. Also beendet. Ein Häkchen dran. Dann habe ich mir vorgenommen, Nevernight zu beenden. Das ist der dritte Band, Die Rache von Jay Kristoff. Ebenfalls beendet in einer Leserunde mit mehreren tollen Mädels, mehreren lieben Booktubern. Haben wir alle total gefeiert, haben wir total geliebt. Entgegen zu den Spiegelreisenden, die ich ja eher kritisch ansehe, obwohl es auch da viele tolle neue Ansätze gab. Und auch ein weiteres Highlight, Die Stimmen des Abgrunds ist der fünfte Teil bzw. 5.2 und auch das Finale von Peter Vibrettes Dämonenzyklus. Und ja, das habe ich also auch endlich beendet nach vielen, vielen Jahren, wo ich mir Zeit gelassen habe, diese Reihe zu beenden. Kann ich also auch ein Häkchen dran machen. Und ja, diese drei Reihen habe ich mir vorgenommen zu beenden und habe ich sozusagen also die Challenge geschafft. Allerdings habe ich mir auch vorgenommen, zwei weitere Reihen zu beenden, irgendwelche, die ich eben noch offen habe. Und da muss ich sagen, also leider habe ich keine weiteren Reihen beendet. Ich habe mir mittlerweile auch tatsächlich mal alle begonnenen Reihen aufgeschrieben. Dazu wird es auch ein weiteres Video geben, was ich noch für offene, begonnene Reihen habe. Und die werde ich euch mal alle vorstellen. Das war schon sehr erschreckend. Aber es sind halt auch viele Reihen, die halt manchmal sogar noch gar nicht beendet sind. Das heißt, da gibt es vielleicht ein Folgeband und ich habe mir mal irgendwann vorgenommen, zu warten, bis Reihen beendet sind und sie dann zu Ende zu lesen, damit man nicht immer wieder die Bücher neu lesen muss oder halt viel vergisst. Also es gibt wenige Reihen, die ich wirklich jetzt zu Ende lesen könnte. Das werde ich euch dann aber auch noch mal sagen. Also das zum Thema Reihen beenden. Und zum Schluss habe ich noch das Thema Want to Reread. Da habe ich mir fünf Reihen bzw. fünf Bücher vorgenommen, die ich rereaden wollte, beziehungsweise das habe ich alles in Form von Hörbüchern gemacht. Ich hatte im Jahr 2019 schon angefangen, Harry Potter zu rereaden in Form der illustrierten Ausgaben. Allerdings gab es die ja nur von 1 bis 4 und danach habe ich dann mit den Hörbüchern weitergemacht und im Jahr 2020 waren dann noch Band 6 und 7 übrig. Das habe ich dann im Januar sozusagen beendet, Harry Potter nochmal zu hören. Ja, habe ich mir irgendwann mal vorgenommen, jedes Jahr Harry Potter zu rereaden. Das schaffe ich aber partout nicht. Das muss jetzt 2021 wahrscheinlich nochmal warten, außer es kommt der illustrierte fünfte Band. Das würde ich, glaube ich, nochmal so als Anlass nehmen, dann alle Bände nochmal zu hören oder zu lesen. Da warte ich dann nochmal drauf. Aber ich glaube, 2021 kommt dann noch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Dann habe ich die Edelstahl-Trilogie gehört. Und zwar wieder mit einem großen Vergnügen. Das war schon Jahre her wieder. Es war wieder so lustig und ich habe mich sehr gefreut. Und es war für mich wirklich so eine Wohlfühlreihe. Ich liebe die Figuren und den Humor von Kerstin Gier. Da habe ich, wie gesagt, alle drei Bände der Trilogie gehört. Und als viertes habe ich mir noch die Tintentrilogie von Cornelia Funke vorgenommen. Auch da habe ich wieder so viel vergessen gehabt und ach, ich konnte da drin so schön schwelgen. Es gab hier spannende und düstere Momente, aber eben auch sehr viele Wohlfühlmomente, weil die Welt, die Cornelia Funke erschaffen hat und auch die Figuren wirklich zum Liebhaben sind. Und deswegen konnte man sich da auch wieder sehr, sehr schön vertiefen in die Geschichte, auch mit dem Hörbuch gelesen von Rainer Strecker, kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, also vier von fünf habe ich tatsächlich umgesetzt. Allerdings das letzte habe ich nicht geschafft. Und zwar ist das die Reihe
von Darren Shan, Mitternachtszirkus. Das sind tatsächlich vier Bände oder vier Sammelbände und in jedem Sammelband sind immer drei Geschichten enthalten. Habe ich bisher einmal gelesen und fand ich grandios, will ich jetzt aber gerne nochmal wiederholen. Das habe ich jetzt nicht geschafft. Lag vielleicht auch daran, dass es diese Bücher nicht als Hörbuch gibt. Jedenfalls habe ich sie bisher nirgendwo finden können, was so ein bisschen schade war. Andererseits könnte ich mir bei diesem wieder vorstellen, dass das Lesen tatsächlich sogar ganz gut ist. Ja, ich weiß es nicht, ob ich das tatsächlich mir wieder auf die Liste setzen werde für nächstes Jahr. Das werdet ihr ja sehen. Ich werde nämlich zu dem Thema Reihen beenden und zum Thema Want to Reread werde ich auf jeden Fall auch noch mal ein Video zu machen. Ich weiß noch nicht, ob ich es in die Vorsätze mit hineinpacke oder ob ich das auch outsource in ein einzelnes Video, weil ich dann vielleicht auch ein bisschen mehr zum Inhalt sagen möchte, zu den Büchern. Wir werden sehen. Ach so, habe ich euch das schon gezeigt? Stimmt gar nicht. Ich habe euch eins vergessen und unterschlagen, und zwar den Schrecksenmeister von Walter Mörs. Den habe ich auch als Hörbuch gehört, gelesen von Andreas Fröhlich. Und auch da war es einfach grandios, alles wieder ein bisschen aufzufrischen. Und im Grunde könnte ich jetzt auch wieder von vorne anfangen. Ich glaube, als nächstes käme ja auch die Prinzessin Insomnia. Das ist ja so das Neueste von ihm. Als richtigen Roman. Das könnte ich vielleicht auch schon wieder, vielleicht setze ich das auch auf die Liste. Dann habe ich eigentlich alle Romane wieder durch von ihm und gelistening, wie auch immer. Auf jeden Fall, ja, war das auf jeden Fall auch ein großes Erlebnis, diese Bücher nochmal als Hörbuch zu genießen. Die ersten sind ja noch von Dirk Bach eingesprochen und der macht das grandios. Aber ich muss auch sagen, dass Andreas Fröhlich auch ein super Ersatz ist für Dirk Bach, beziehungsweise er macht es nicht genauso, aber eben auf seine Weise auch wirklich toll. Ja, das waren tatsächlich die Vorsätze, die ich hatte für dieses Jahr. Und ich muss sagen, die Punkt 2 und 3 habe ich auch wirklich gut umgesetzt und bin ich wirklich damit zufrieden. Ja, bei dem Sub bin ich null zufrieden, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ich muss sagen, ich habe es mir ja nochmal angeguckt, dass das zweite Halbjahr ziemlich reingehauen hat. Also da habe ich ordentlich zugeschlagen. Ja, gut, Herbst habe ich auch Geburtstag und im Herbst kommen auch unglaublich viele Neuheiten immer auf den Markt, immer so typisch zur Buchmesse. Und ja, es sind aber auch wirklich viele tolle Neuheiten. Ja, auf den Markt gekommen, kann man nicht anders sagen, aber auch auf anderen Wege sind hier Bücher eingezogen. Also, naja, mal gucken. Ihr dürft gespannt sein, wie ich da dem Sub den Kampf ansage. Und jetzt möchte ich natürlich von euch wissen, was sagt ihr denn zu eurem Lesejahr? Seid ihr zufrieden mit dem Jahr? Habt ihr besonders viel gelesen, jetzt im Lockdown auch? Oder ist es irgendwie gleich geblieben? Habt ihr qualitativ hochwertige Bücher gelesen? Ja, seid ihr irgendwie auch in andere Genres mehr reingerutscht? Oder habt ihr so das Typische für euch weitergelesen? Habt ihr irgendwas gelernt, irgendwas Fazit Mäßiges aus diesem Jahr herausgezogen? Was sind für euch die Schlaglichter, die Highlights, ob das nun lesetechnisch ist oder ob ihr irgendwelche buchigen Freunde gefunden habt? Das möchte ich gerne von euch wissen. Und natürlich, ob ihr eure Vorsätze, eure Challenges geschafft habt. Was habt ihr euch vorgenommen? Und ja, wurde das in die Tat umgesetzt? Das möchte ich alles von euch wissen. Freue mich, von euch zu hören. Und ich hoffe und wünsche uns jetzt ein weiteres tolles Lesejahr 2021 und ja, hoffe, dass wir weiterhin so tollen Kontakt miteinander haben und dass vielleicht noch einige dazukommen. Und wie gesagt, die Vorsätze für das Jahr 2021 werden dann folgen in einem weiteren Jahr. Und jetzt freue ich mich, weitere ja, Videos zu schauen. Ich bin schon den ganzen Tag dabei, die ganzen Top- und Flop-Videos zu sehen, aber jetzt kommen ja auch so langsam die Statistik-Videos aus dem Boden, wie hier bei mir. Und viele ja, zelebrieren das ja total und blenden dann noch irgendwelche tollen Diagramme ein, dass das Ganze noch so schön untermauert. Da freue ich mich jetzt auch drauf. Und bevor ich mich jetzt hier wieder um Kopf und Kragen rede, wünsche ich euch jetzt einfach einen schönen, lesereichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao.